hier zu sein im Rahmen dieser Ringvorlesung und meinen kleinen Beitrag beisteuern zu können. Es ist ein etwas trockenes Thema. Ich habe mir deswegen kein richtig vollständiges Redemanuskript gemacht, sondern aus ein, zwei wissenschaftlichen Papieren oder überwiegend wissenschaftlichen Papieren die Folien rausgezogen und die ein bisschen überarbeitet, sodass wir hier relativ locker über ein vielleicht für manche etwas trockenes Thema reden können. Der Vortrag hat eine Gliederung. Zuerst möchte ich ein bisschen mit Ihnen darüber nachdenken, über Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der nahen Zukunft. Also wenn wir über inklusive Arbeitsgesellschaft sprechen, meinen wir heute Abend nicht unbedingt, dass die Frage, inwiefern wir die Arbeitsgesellschaft der Gegenwart oder der Vergangenheit kritisieren sollten, wozu wir viele gute Gründe hätten, sondern es ist der Blick in die nahe Zukunft, wie werden Wirtschaft und Arbeitsmarkt aussehen, wie können sie aussehen, wie sollten sie aussehen und wo sind Stellgrößen, wo man was beeinflussen kann. Dazu gehört natürlich auch doch ein kritischer Rückblick, deswegen auch hier eine kurze Punktgeschäfte und Grundsicherung nach Hartz IV könnte man sagen, konkrete Schritte, konkrete Vorstellungen und natürlich ein Schlusswort, was sich noch ein bisschen mit der Begründung unserer Vorschläge beschäftigt. Ja, zunächst also dann einen Blick in die Zukunft und zwar auf den Strukturwandel der Weltwirtschaft, wie er sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, so wie man das heute absehen kann. Wir haben aber auch ohnehin immer, Wirtschaft ist immer im Wandel und es gibt einen durchgängigen Zug des Strukturwandels, wo auch unabhängig von dem, was weltwirtschaftlich passiert, wir kennen die Probleme des demografischen Wandels und wir ziehen da eine kurze Zwischenbilanz. Was das vielleicht Frappierendste ist, was einem nicht permanent im Bewusstsein drängt, das ist die Tatsache, dass wir in einer Phase leben, wo die Wirtschaft, die Weltwirtschaft in einem Tempo wächst, mit einer Wachstumsrate sich verändert, wie es das noch niemals zuvor in der Geschichte gegeben hat. In der Frühphase der Industrialisierung, von Gründerung und dem Aufschwung der deutschen Industrie spricht, das Eisenbahnwesen schon ausgebildet war und dann die weitere Wirtschaft die Entwicklung geflügelt hat, da war die Weltwirtschaft gerade mal um so 1,2% pro Jahr. Und in der berühmten Boomphase nach dem Zweiten Weltkrieg, auch angeheizt durch den Koreakrieg, deswegen auch der Begriff Korea-Boom, hatten wir gerade knapp 3% Wachstum der Weltwirtschaft, was wir in den Jahren 2003 bis 2007 hatten. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt aussieht, aber es ist nicht sehr viel anders. Waren wir fast 5% Wachstum pro Jahr in der Weltwirtschaft. Und dieses Wachstum kommt am wenigsten zustande durch das, was hier in Europa passiert. Die alle alten Industrieländer tragen gerade, ich glaube, mit etwa 2,5% zu diesem hohen Wachstum bei. Und die sogenannten Emerging Economies, die neuen Industrieländer, von Entwicklungsländern redet man da gar nicht mehr ernsthaft, sind mit 7% Wachstumsrate im Durchschnitt dabei. Im April hörte ich in einer Nachrichtensendung des Deutschlandfunks eine wichtige Meldung, man wundert sich, man geht ja von aus, also wenn Nachrichten in die Nachrichtensendung reinkommen, sind ja vorher ausgewählt, gefiltert worden, müssen also wichtig sein, anderes ist dafür weggefallen. Ne? Und wenn in diesen 5 Minuten dann eine bestimmte Meldung präsentiert wird, weiß man automatisch, dass was ganz wichtig ist. Und eine dieser wichtigen Meldungen war gewesen, dass die Wachstumsrate der chinesischen Volkswirtschaft korrigiert worden ist, die Prognose für dieses Jahr, von 8,4% auf 8,2%. Das ist wichtig, das kommt heute in den deutschen Nachrichten an erster Stelle. Andere Sachen sind nicht so wichtig. Wir sehen, was sozusagen Weltwirtschaft dabei bedeutet, was steckt dahinter. Faktoren dieses globalen Booms ist die enorme Ausweitung des Arbeitsangebots, also sozusagen die lohnarbeitenden Menschen auf der Welt haben ihre Zahlen schlicht verdoppelt und es wird prognostiziert oder man kann sagen, es wird befürchtet oder auch von den Betroffenen ausgesehen, es wird erhofft, dass sich ihre Zahl bis 2050 nochmal verdoppelt. Die derzeitige Globalisierung hat eine
besondere Note, die frühere Formen internationaler Wirtschaft nicht gehabt haben, nämlich alle diese neuen Ökonomien sind von vornherein sehr eng in den Weltmarkt integriert. Computerfreaks wissen vielleicht, dass seit der Überschwemmungskatastrophe in Thailand, das war noch im Vorjahr, seitdem die Preise für Festplatten von 1 GB, 2 GB, 3 GB erheblich gestiegen sind. Und in diesen Megastores, Supermärkten findet man oft gar keine Sonderangebote mehr dafür. Soweit sind wir integriert bei der Hardware für Computereien. Aber diese modernen Technologien erlauben es den einzigen Entwicklungsländern, das, was wir früher an Vorstellungen gehabt haben, von nachholender Entwicklung auf den Kopf zu stellen. Die brauchen gar nicht mehr die ganzen Stufen zu durchlaufen, die europäischen Industrieländer im vorvorigen Jahrhundert durchlaufen haben. Sie können das überspringen. Sie können direkt mit modernen Technologien anfangen, weil die sind nicht teuer und die setzen nicht voraus, dass man eine riesige Stahl- und Metallindustrie deswegen braucht. Energien sind im Weltmaßstab immer noch vergleichsweise günstig und lassen sich auch woanders einkaufen. Ja, und die modernen Technologien und auch der massenhafte Güterverkehr, den es in diesem riesigen Umfang von Frachtgut, Luftverkehr und dem Schiffsverkehr nie zuvor gegeben hat, macht Waren handelbar, die man lange Zeit überhaupt nicht für importierbar gehalten hat. Dienstleistungen, die heute auch so über das Internet ausgetauscht werden können und wie wir wissen auch lohn- und materialintensive Waren, die wir heute per Container angeliefert bekommen. So, jetzt überschlage ich zwei Folien, nur um jetzt die historische Dimension etwas deutlicher zu machen. Wir sehen das immer so in einer Art und Weise, als hätten wir es mit Entwicklungsländern zu tun, die jetzt allmählich sich dem Status, den die alten Industrieländer haben, annähern. Tatsächlich könnte man es auch anders sehen. Nicht? Hier haben wir die historische Kurve, die fängt bei 1500 an und wir sehen, dass erst ab ungefähr 1870, sagen wir mal, die Volkswirtschaft Chinas hinterherhinkt, hinter dem, was die USA im Wirtschaftsverbund ausgebildet haben. Und wir sehen, dass das nur eine relativ kurze Phase ist, bis etwas nach 2000, wo man sagen kann, da ist das Wirtschaftsvolumen in China geringer als das der USA. Heute haben wir also schon eine Situation, da sind zumindest die wirtschaftlichen Dynamiken genau umgekehrt und auch das Volumen der Wertproduktion, wenn man es kaufkraftgewichteten Preisen berechnet, ist bereits größer in China. Noch interessanterer Fall ist diese Kurve hier unten. Wir sehen hier, das können wir überhaupt nicht sehen, schätze ich, ich stehe davor, das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben hier eine Kurve, die zeigt den, auch beginnt mit dem Jahr 1500, die zeigt den langsamen Anstieg der Wirtschaftsleistung in Großbritannien. Vereinigten Königreich. Ein langsamer Anstieg bis ungefähr 1830, dann ein etwas schnellerer bis in die Nachkriegszeit am Zweiten Weltkrieg und dann geht es so weiter. Und was sehen wir im Vergleich dazu, in der nur jetzt den Kurvenverlauf? Wir sehen, dass in China die Wirtschaft stagniert bis ungefähr 1950, dann gibt es auch die Kulturrevolution mit viel Auf und Ab. Und ab ungefähr 1970 wächst die Wirtschaft in China sehr steil. Was bedeutet das? Wir haben die Vorstellung in den Sozialwissenschaften, in der Sozialgeschichte, dass alle Industrieländer irgendwann nicht nur ihre Aufschwungphase durchmachen, sondern dann auch einen Konflikt zwischen Arbeit und Kapital erleben, bei dem die Arbeiter möglicherweise auch das Tempo der Wirtschaftsproduktion oder der Ausbeutung, wie man das sehen will, dämpfen, indem sie sich organisieren, starke Lohnerhöhungen durchsetzen und so weiter und so fort. Oder indem soziale Konflikte entstehen, die nicht ohne weiteres friedlich ausgehen. Diese Vorstellung hat man auch lange Zeit übertragen auf die heutigen neuen Industrieländer, aber dieses unterschiedliche Tempo, in dem die Wirtschaft Chinas wächst, viel schneller als die europäischen Volkswirtschaften gewachsen sind in ihrer Frühzeit, bedeutet ganz schlicht,
dass die Menschen in ihrer eigenen Lebensphase, in ihrer eigenen Biografie so viel wirtschaftlichen Wohlstandsgewinn, nicht unbedingt Wohlstand absolut, aber Wohlstandsgewinn erleben, dass die Frage, ob sie sich organisieren gegen unhaltbare Zustände, ganz anders beantwortet werden muss, als das im 19. Jahrhundert im alten Europa der Fall gewesen ist. Also wir können nicht davon ausgehen, dass es einen neuen Marx oder Engels geben wird in China, der das Elend der Arbeiterklasse zum Thema macht und dann zu unserem Vorteil eine Dämpfung dieser Wettbewerbssituation herstellt, sondern die Leute gewinnen tatsächlich in ihrer Lebensphase und nicht erst für ihre Ururenkel eine Besserung der Lebensverhältnisse. Das nur noch mal so als kurze Erläuterung, was der Unterschied ist zwischen dem Wachstumstempo in den üblichen Wechselkursen, wie sie die Volkswirtschaft internationale Statistik hat, das ist so diese Kurve, und wenn man die kaufmarktbereinigten Preise zur Rechnung heranzieht, dann sieht man, dass das Wachstumstempo erstmal richtig erfasst werden kann damit, denn die Leute zahlen ja für die erzeugten Waren in ihrer eigenen Währung und damit stellt sich ihre Kaufkraft dar, sodass wir sehen, dass wir ungefähr den dreifachen Wohlstandszuwachs haben bei kaufkraftbereinigten Preisen, also die Wirtschaftsleistung nach den Wechselkursen an den internationalen Devisenmärkten bestimmen. So, die letzte Folie zu diesem Thema, denke ich, ja, ist diese. Es kommt aus einer ganz neuen Ausgabe der Zeitschrift Economist und man sieht hier sehr nett, wie auf welchen Gebieten, zum Beispiel China, ich habe die USA angeholt, das ist ganz reichlich, das ist dieser ganze Bereich auf dieser Seite, also Mobiltelefone, Exporte, Investitionen, der Output für herstellende Gewerbe, Energieverbrauch, Autoverkäufe, Patente für inländische Bürger. In diesen Bereichen ist überall sozusagen schon das Überholen vollzogen und in den rechtsstehenden Bereichen kann man das Ja ablesen, in dem auch hier gleich bezogen wird, also bei Einzelhandels, Verkäufen und Importen im Jahr 2014 und so geht das weiter. Zuletzt, aus der Konsumausgaben insgesamt, also ich weiß nicht, wie sie genau berechnet sind, das dauert aber am längsten, man könnte das als Wohlstandsindikator nehmen und sagen, ist derselbe Wohlstand erwartet werden kann in China wie in den USA, ist, dann müsste man bis 2023 mindestens warten und die Verteidigungsausgaben ja bis 2025 dieses Niveau erreicht haben. Das nur, um die Dynamik festzustellen. Ja, ich komme damit zu einigen allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen dieses weltwirtschaftlichen Strukturwandels. Das ist ganz schlicht, dass wir einen relativen Bedeutungsverlust der alten Wirtschaftsräume erleben, also USA, Japan, aber auch der Europäischen Union, dass wir einen rascheren Strukturwandel erfahren, also in der Wirtschaftsstruktur, der vor allem dadurch kommt, dass sich außerhalb unserer Wirtschaften mehr Dynamik entwickelt, was neue Produkte, neue Verfahren, neue Organisationsweisen bedeutet, die auch hierzulande die Unternehmen nötigen, wenn sie im Wettbewerb weiter teilnehmen wollen, sich anzupassen. Und das kommt auch durch die Veränderungen natürlich der relativen Preise zustande, durch die Kapitalmobilität, und durch die Möglichkeit, natürlich auch Produktion auszulagern. Die nationale Politik wird dabei unter eine gewisse Anpassungszwänge gesetzt werden. Sie gerät unter gestiegenen Sachzwang, kann man sagen, und sie hat auch die Möglichkeit, sich immer wieder bei bestimmten Themen, wo es gar nicht unbedingt der Fall ist, sich auf gestiegene Sachzwänge zu berufen. Eine Option wäre das, was vielleicht mit der neuen französischen Präsidentschaft ein Stück weit diskutiert werden könnte, eine Art Abschottung gegen diese neue Dynamik, wenn man sie mit einer gewissen Konsequenz betreibt, wurde ausgerechnet, dass sie wohl 5% des Bruttosozialprodukts, also der
nationalen Wertschöpfung kostet bis 2050.